the team back in Germany. Everybody has worked so hard. This is the best GT car that BMW has built. Ich muss ehrlich sagen, ich bin wahnsinnig stolz, ja. Und die Mannschaft hier ist, glaube ich, auch extrem stolz. Es war ein Riesenstück Arbeit. Ja. Da ist so viel Herzblut und so viel Arbeit reingegangen. Die größten Herausforderungen zum einen waren die Effizienz des Motors. In Langstreckenrennen ist die Effizienz, ich würde sagen, ein Schlüsselfaktor für den Erfolg. Das andere war die ganze Motorsteuerung, die Bedatung. Ist eine ganz neue Herangehensweise, die wir jetzt erstmals bei diesem Projekt ausprobiert haben und uns mittlerweile schon ins Ziel geführt hat. Der Motor vom M8 GTE basiert ja großteils auf einem Serienmotor. Das heißt, das Kurbelgehäuse, Zylinderkopf werden in der Seriengießerei gefertigt. Allerdings dann speziell von uns nachgearbeitet, so wie im Reglement erlaubt. Und mit diversen Bauteilen wie Kurbelwelle, Kurbeltrieb ist eine spezielle Anfertigung für uns. Hier angeliefert in der Werkstätte von BMW Motorsport und von unseren Werkstattspezialisten dann in Handarbeit einzeln aufgebaut. Am Prüfstand ist der P63-1, ist ein 8-Zylinder Biturbomotor für den M8 GTE. Wenn der Motor soweit läuft, dann versuchen wir Rennsituationen bzw. einzelne Rundensimulationen durchzuführen und testen jetzt das Daytona-Profil, das erste Rennen mit dem M8 GTE. Die Wahrheit ist natürlich dann immer die Strecke. Mich ist mega Erfolg, nicht nur für mich, sondern vor allem für das ganze Team. Wir haben zwei Autos ins Ziel gewirkt. Das ist einfach ein Gefühl, das ist unbeschreiblich. You guys have shown really great. Thanks, really. Thank you very much.